Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloody und Way of the Hunter. Heute habe ich mal vor, ein neues Jagdgebiet zu erschließen. Bisher war ich ja, glaube ich, nur im amerikanischen Map-Teil unterwegs. Und jetzt will ich mal ins europäische, und zwar Transsilvanien, mal ausprobieren. War ich noch nie gewesen. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen Intro geben und ein bisschen Gelaber, vielleicht ein bisschen Story. Mal sehen. Ich nehme euch einfach mal mit auf die Erkundungstour. Oh, okay. Es gibt jetzt keine irgendwie Intro-Sequenz oder sowas, sondern einfach nur, wir sind dort. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, hübsch. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Oh, 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 oh. Da kann man von hier aus direkt schon sau weit gucken. Ja, hier so Sumpf oder Küstenstücke. Sehr viel Wasser. Hier wird es wahrscheinlich Enten oder sowas geben. Ja, Tiere. Keine Ahnung. Ich weiß, Rothirsche, Dammwild, Rehe, Wildschweine und alles, was ich sonst noch vergessen habe. Dachse weiß ich gar nicht. Ich glaube, Dachs nicht. Knoblauch, weil hier gibt es wohl auch Vampire. Könnte ich mir natürlich gut vorstellen, dass es da so kleine Easter Eggs dann gibt, die man finden kann. Beziehungsweise, ich hoffe, bei The Hunter Call of the Wild, hätte ich beinahe gesagt, Classic, The Hunter Classic, war es so, dass zu Halloween auch gerne mal Werwölfe rumgerannt sind. Kann ich mir hier echt auch gut vorstellen, oder halt Vampire. Ja, auf jeden Fall, hier ist viel gegen Vampire unterwegs. Ah, hier geht's raus. Ich will aber mal mein Loadout ein bisschen ändern. Wo kann ich denn, wo darf ich denn das machen? Moment, hier so ein Buch, da steht nichts. Okay. Aber die Lodge, die ist jetzt schon ein Ticken kleiner. Okay, hier oben ist auf jeden Fall nichts. Ein paar Bildchen, kann man die irgendwie erkunden? Nein. Geht hier lang? Das ist die Küche. Okay, wo geht's hier lang? Da geht's auch raus. Oh, okay, auch hübsch. Aha. Genau. Dickhornschafe sind hier wohl unterwegs. Oder nee, Gämsen? Was ist denn das hier? Ja, genau. Ein Bock mit Hörnern. Aber ich habe immer noch nicht meinen Computer gefunden oder ich bin zu dämlich. Steht irgendwo hier rum? Was ist hier drin? Ah, das ist der Raum, den ich gesucht habe. Genau. Gucken wir mal, ob wir uns irgendwas Neues leisten können. Denn auf kleinere Wildarten, naja, ich könnte natürlich hier die 243 mitnehmen, aber die ist schon Klasse 5. Was haben wir hier? 243. Eine 223 wäre ja schon ganz praktisch. Dann würde ich nämlich hier die Monoblock mitnehmen. Die 308, die geht auch recht gut auf Rothirsche, habe ich schon erfahren. Oder halt, um Geld zu sparen, hier die 3030. Nee, ich will was ausprobieren. Ich will wissen, wie gut die hier ist. Denn wenn ich mich recht entsinne, das muss ich jetzt checken. Das muss ich jetzt checken. Enzyklopädie, Tiere. Stufe 3. Mist, ich habe hier noch keine Tiere. Ich habe doch hier noch gar keine Tiere. Oder kann man das trotzdem rausfinden? Schusswaffen, Munitionen. Da haben wir zumindest schon mal ein paar Informationen. Aber nur zu denen, die wir wohl haben. Ne, da ist doch die Remington. Okay, so viel Informationen gibt es da nicht. Außer, was ist das hier für eine Tabelle? CM und M. CM. Was sagt mir das? Was sagt uns das? CM
jetzt mal so im metrischen System ist Zentimeter und M ist Meter. Sind es jetzt Zentimeter Bullet Drop auf die Entfernung? Das könnte sogar wirklich sein, dass auf 450 Meter minus 150 Zentimeter. Okay. Wenn es das ist, dann okay. Wie sieht es denn bei der Lapua aus? 100 Zentimeter. Okay. WinMag? 100. Also irgendwie ist der. Wenn es der Kugelabfall ist auf die Entfernung, immer derselbe. Also so in dem Rahmen. Außer hier. Ne, doch auch ein bisschen weniger sogar. Sehr flache Flugbahn. Ah. Ah. Ja, okay. Mit einer 7 mm ist es. Ja. Doch, das könnte wirklich der Kugelabfall sein. Jo. Ich glaube, das ist dann wirklich der Kugelabfall in Zentimetern. Gut, zu den Tieren bin ich jetzt noch nicht schlauer geworden. Schusswaffen. Gibt es hier noch irgendwas? Die Scout. Also das ist nur dieselbe Info wie im Shop. Gut. Dann heißt es einfach nur ausprobieren und hoffen. So, Shop. Da haben wir die Scout. Die kaufe ich jetzt. So. Haben wir noch irgendwas an Callern, die wir hier mitnehmen können? Den habe ich im Besitz. Wapitis. Weiß ich gar nicht, ob die hier rumlaufen. Ich glaube eher nicht. Röhrwild, genau. Rotwild, Schwarzwild. Gänse und sowas. Das interessiert mich nicht. Elche. Aber Elche gibt es hier definitiv nicht. Gut. Lager. Dann haben wir dabei. Ja, die Monoblock. Die hier nehmen wir mal raus. Die hier nehmen wir mal raus. Mist. Ah, aber ich mach's so. Hier hätte ich ganz gerne die Scout. Das kleinste Kaliber immer aufs Erste. So. Ein Guckchen. Was machen wir denn da drauf? Das hier finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Mittel hoch. Ja, so, das hier unten brauchen wir nicht. Also nehmen wir das hier mit. So. Dann meine Monoblock. Ah, und dann wählt er automatisch das zuletzt aufgebaute Scope mit. So, was haben wir hier? Den da können wir schon mal rausnehmen. Hirsche. Hirsche. Ja, sollte es hier, glaube ich, auch geben. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir weg. Und das hier ist Rotwild. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier bitte den da. Und hier bitte Schwarzwild. Jawohl. Gut. Ich denke mal, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Muss noch einen Weg rausfinden. Moment, es ist keine Mission aktiv. Gucken wir mal, ob wir für diese Map hier auch eine Mission finden. E-Mails, andere. Ich glaube, ich habe noch gar keine Mission irgendwie. Weil. Kann man auch Mission abwählen, weil ich kann nur Mission annehmen, aber das ist hier nicht auf diesem, auf dieser Map. Die hier auch nicht. Ich kann gar keine annehmen. Okay, gut, dann muss ich vielleicht erstmal ein bisschen was machen. Ah, hier haben wir die You've discovered Erkundung. Transylvanian floodplain habitat. Jetzt könnte The es natürlich steady sein, dass die power Mission of auch the auftaucht. Danube River has enabled development of various life forms in the floodplain region. This area contains a high density of waterfowl birds like wild ducks or grey-legged geese. Aha. Ja, schön. Gut. Immer noch keine Mission? Nein, Mission immer noch nicht. Ja, oder wenn ich O drücke, was passiert? Okay, nee. Nix. Gut. Gut. Ah, hier kommen wir direkt raus. Okay. Vielleicht sollte ich noch mal auf die Uhr gucken. 8 Uhr. Okay.
8 Uhr. So in Wasserregionen könnte gut sein. Ich will eigentlich mal hier hin. Das ist da hinten. Okay. Was haben wir denn da? Seid ihr Steine? Seid ihr Steine? Wahrscheinlich. Werden doch noch nicht direkt. Doch, da bewegt sich was. Ach, guck mal hier. Guckt mal hier. Wie weit seid ihr weg? 500 Meter. Okay. Aber direkt hier vorne. Ihr lauft in die Richtung. Wie viele Seiten ihr? Nur der eine? Ich habe doch eben zwei gesehen. Wo sind denn jetzt hin? Hinter dem Busch. Naja, okay. Aber bestimmt nicht mit dem kleinen Kaliber. Aber 6 Schuss ist auch nicht übel. Wo seid ihr jetzt hin? Wahrscheinlich hinten an der Kuppe runter. Das ist natürlich jetzt echt toll. Weil wenn ich da vorne bin, sind die nicht weit weg oder sogar weitergezogen. Naja. Ich guck mal, was ich finden kann. Jetzt bin ich schon 100 Meter und ich weiß nicht, wann die anfangen aufzuschrecken. Ich habe noch null Erfahrung, was die Wildschweine hier in diesem Spiel angeht. Hier ist es auch immer ein bisschen dämlich, genau dahin zu laufen, wo man sie gesehen hat, ne? Und nicht ein bisschen außen weitläufiger rum. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung die sind. Die andere Seite sind sie auf jeden Fall nicht. Oh, da sind auf jeden Fall auch Fußspuren. Auf jeden Fall Wildschwein. Die sind hier lang. Hier hinten habe ich sie zuletzt gesehen, aber die Fußspuren gehen hier oben lang. Aber ich habe sie ja nicht an der Straße entlang laufen sehen. Aber um Bedürfnisgebiete zu finden, ist es immer ratsam, den Fußspuren auch zu folgen. Da, wenn ich mal so einen Fuchs oder sowas sehe, habe ich ja jetzt die 223 dabei. Finde ich eigentlich ein sehr schönes Kaliber. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich dieses Kaliber sehr elegant an. Ich bin auch schon in die Verlegenheit gekommen, im Real Life mal mit einer schießen zu dürfen. Ja, jetzt ist natürlich echt die Frage, wo sind die hin und wie schnell sind die? Weil an für sich sind sie in die Richtung gelaufen, von der Tendenz her. Oh, da unten ist was. Wildschwein männlich ruhig. Da unten? Nein. Oh. 200 Meter. Ah, die sind hinter diesem Hügel. Hinter diesem Hügel, dann gehe ich mal auf den Hügel hier hoch, damit ich die lange Seite runter gucken kann. So, wo haben wir die Butzen? Da unten. 250 Meter ruhig. Oh, nicht aufstehen. Ist ja noch ein Hang. Da ist sogar ein Hochsitz. Jetzt ist es aber auch mittlerweile ein bisschen schwieriger zu sehen, ob man den Hunter Sense die ganze Zeit anhat, weil die Augen gewöhnen sich dann doch sehr schnell an diese Optik. Weil der Unterschied zu so ist schon enorm, aber das hier finde ich gerade irgendwie für die Augen besser. Muss ich dann irgendwann mal sehen können. Aber wenn ich auf den Hochsitz gehe, der Wind zieht genau, ja, in die Richtung hier, da stehe ich voll im Wind. Ich habe noch kein Bedürfnisgebiet entdeckt. Das ist selten. Auf jeden Fall hier sind Fußspuren. Wildschwein. Hier sind die, laufen die meistens lang.
Wildschwein weiblich ruhig, 200 Meter. Gut, dann werde ich jetzt doch mal in den Hochstand reingehen. Obwohl der Wind immer ungünstiger wird. Jetzt rennen sie. Jetzt rennen sie. Oder irgendwas rennt. Da unten rennt was. Wo kamst du denn her? Da hinten sind auch noch welche. Mal gucken, ob die jetzt davon auch aufgeschreckt werden. Theoretisch ja. Das sind nur zwei Stück. Da hinten, jetzt rennen sie auch. Jetzt rennen sie alle. Die kleine Butze. 300 Meter. Die rennen irgendwie echt fix. Mensch, Mensch, Mensch. Aber jetzt bleiben sie da. Gucken, ob ich vom Hofstand aus eventuell ein gutes Schussfeld habe. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sehen wir vielleicht was anderes. Nö. Okay. Aber groß weit können sie dann nicht weg. Da ist ja alles voll Wasser. Ich glaube, Wildschweine schwimmen nicht so gerne. Da. Da seid ihr doch. Ihr zieht in diese Richtung. Na. Na, warte mal am anderen Punkt. So, ja, bitte wieder weg. Was macht ihr jetzt? Dreht den Kreis und kommt wieder? Das wäre schön. Meiner Meinung nach ist das auch ein Eber. Ich null schon mal auf 300. Mal gucken. Wenn sie jetzt hier vorne lang kämen, wäre es natürlich perfekt. Aber es sieht nicht so aus. Ich denke mal, die ziehen tendenziell da hinten hin. Und das sind 400 Meter, das wird dann schon ein bisschen ätzend. Und ich will lieber erhöht bleiben. Deswegen ziehe ich mal hier oben auf den Berg hoch. Jetzt kommen wir aber auch in den genauen 300 Meter Bereich. Ist ja auch nicht so verkehrt. Da haben wir ein bisschen Losung. Und das hier sieht aus wie ein Blutspritze, aber ne, wirkt frisch. Die hat wohl während dem Rennen noch mal ein bisschen Wasser gelassen. Die Sau. So, und sind sie jetzt wieder weggerannt? Nein. Kommt doch mal aus diesem Gras da raus. Jetzt gehen sie weiter nach hinten. Jetzt, wo ich mich hierher gepirscht habe. Das ist doch gemein. Oh, das sieht doch mal nach einer Schussmöglichkeit aus. Jetzt kommen sie wieder ein Stückchen weiter nach vorne. Ich weiß nicht, ob die Rottenanführer die stärksten sind oder ob das hier nicht unbedingt der Fall ist, dass der Stärkste vorangeht. Weil dann würde es ja der oder da sein. Da die ja immer hin und her pendeln irgendwie. Aber das ist doch eine gute Position. Und ich habe schon wieder nicht gedrückt gehalten. Boah, sind die fix. Boah, kleine Rennwagen. Ja. Das ist das Tier. Ne, ich glaube, ich sehe keine Blutspur, ich glaube, den habe ich überhaupt nicht getroffen. Naja, gehe ich mal gucken. Ich habe eben schon gedacht, da würde eine liegen direkt. Aber nein, das ist nur ein Stein. Oh. Sieht nicht gut aus.
sieht ganz und gar nicht gut aus. Warte ich oder warte ich nicht? Aber 150 Meter, jetzt kann ich doch eigentlich mal den Caller ausprobieren. Das ist Fernglas, Reh, Wild, Schwarzwild, Lockrufer. So. Gucken. Mal gucken, ob da was eventuell zum Vorschein kommt. Wie weit ist denn die Grenze da weg? 100. Ah, wie viel? 104. Oh, okay, da kommt was. Mal schauen. Da bewegt sich was. Welche Entfernung ist denn das? 100. Da war auf jeden Fall ein Anschuss. Ja. Und ich muss echt üben, den Finger gedrückt zu halten. Das ist so eine blöde Angewohnheit, den sofort wieder loszulassen. Beziehungsweise, es ist sehr ungewöhnlich. Es ist sehr ungewöhnlich für mich, dass ich den Finger drauf lasse. Okay, da sind sie lang gerannt. Da ist auf jeden Fall Blut dabei. Also kann ich schon mal direkt das als Tendenz nehmen, dass der immer noch der Rand ist. Oder sie. Ich konnte noch nicht ausmachen, was es ist. Ob Eber oder Bache. Ist das ein Stein oder liegt da eins? Nee. Gut. Gehen wir mal zum Anschuss, gucken uns den an. Dann werde ich mal die Verfolgung aufnehmen. Ja, da ist der Anschuss. Luftblasen. Mittlere Menge Blut. Auf jeden Fall Lunge. Das ist dann der erste Angel. Und ja, wir haben ja schon gesehen, dass es da oben weitergeht. Dann renne ich mal hinterher. Zumindest bis da vorne hin werde ich rennen. Und dann mache ich noch ein bisschen langsam. Da ist noch die Lodge. Ja, lange haben die ersten Tiere ja nicht auf sich warten lassen, aber die den Schuss dann wirklich setzen können, das war schon ein bisschen herausfordernd für mich eben. Weil die Wildschweine sich auch komplett anders verhalten wie die Tiere, die ich jetzt im amerikanischen Teil des Spiels bisher gewohnt war. Und die sind auch so, ziehen die unheimlich schnell, machen dann aber so komische Sachen, dass sie immer von links nach rechts laufen, wo man denkt, so ja, eigentlich müssten sie schon weiter sein. Und schusshart sind sie. Die Kerlchen, aber das kenne ich ja schon aus anderen Spielen. Da liegt's. Da liegt's. Also habe ich doch richtig gesehen. So, schauen wir uns das Kerlchen mal an. Oder das Mädchen. Nein, das sieht nach Kerlchen aus. So, gut. Wisst ihr was? Da kommt der erste. Erste Kameramöglichkeit. Wie war denn das eigentlich nochmal? Control für Kamera langsam. Oh ja, da kann man auch Kamerafahrten machen. Den Knopf habe ich beim letzten Mal gesucht. Jo. Aber gut, dann machen wir mal einen kleinen Screenshot. Naja, die Farbe sieht ja mal furchtbar aus. Yellowstone. Temperatur. Kann man da was ändern? Nein. Tönung? Nein, das sieht echt blöd aus. Da, das sieht doch fast schon normal aus. Ein bisschen Farbe mal wieder reinholen. Nee, nicht so viel. Ein bisschen. So, die erste Sau.
Gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich es nur einmal getroffen. Okay. Ja, ein Tick zu hoch, ein bisschen tiefer, dann wäre es wahrscheinlich schneller vorbei gewesen, aber durchschlagstechnisch. Wow, naja. Hat nicht viel gefehlt. Aber gut. Ein Stern. Jungtier. Ja, natürlich. Ich habe noch nicht groß gespottet. Ich habe jetzt keinen Vergleich, was es früher eingebracht hätte. Das Tier. Aber das sind jetzt. Ja, gut, der wird noch nicht so schwer gewesen sein. Das sind 80 Kilo. Ich denke mal, die gehen hoch bis 150, 200 Kilo. Aber gut. Verkaufen. Habe ich schon mal im letzten Video gesagt, ich finde die Tendenzen, die die korrigiert haben, dass die Tiere dich nicht mehr unheimlich schnell reich machen, finde ich besser. Weil dann schießt man ein bisschen gesonderter. Und vor allem, man kauft sich nicht einfach alles, was im Spiel vorhanden ist. Und ist auch ein bisschen mehr auf die Mission angewiesen. Okay. Mal gucken, was ich noch so finde. Bleibt dran. Ich habe mal wieder eine kleine Wildschweinrotte gefunden. Diesmal stehen sie mir eigentlich sogar ganz zugewandt da. 200 Meter. Wind ist zwar relativ bescheiden, aber ich will jetzt auch gar nicht mehr weiter vorwärts gehen. Mal gucken, was wir so rausnehmen können. Spotten wir doch einfach vorher mal, oder? Noch haben sie mich ja nicht wahrgenommen. Männlich, jung. Wer bist du? Weiblich. Weiblich. Jung. Du da hinten? Jung. Jung. Wie gesagt, ich glaube, ich finde hier halt noch gar keine erwachsenen Tiere. Aber jetzt fangen sie an, auch schon wegzuziehen. Was ist mit dir hier? Auch jung männlich. Da wäre ein Hochstand. Der Wind geht aber auch in die Richtung. Der da hinten würde jetzt gerade gut stehen, aber es ist ein Weibchen. Jetzt, ja, da sehe ich auch den Bildwechsel da hinten. Kann ich den hier oben erkennen, um vorherzusehen, wo sie hinwollen? Nö. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal da ein Tier raus. Ich glaube, das da hinten müsste das Männchen gewesen sein. Natürlich läuft er jetzt gerade los. Alles klar, mach das mal. Ist jetzt nicht so ein schöner Winkel. Und vor allem sind da Gebüsche im Weg. Die werden jetzt hier gleich hinten hochziehen. Natürlich kann ich auch ein Stückchen in die Richtung gehen, dass ich hinter diesen Baum Sicht komme, also quasi so diagonal. Ja, genau das meinte ich. Das ist gut. Da kann ich mich auch mal hinlegen. So, dann gucken wir doch mal. Ja, ein Alttier ist ja nicht dabei. Jo, das war auf jeden Fall. Jo, das hat nicht lange gemacht. Das war ein Herz. Das war Herz. Würde ich jetzt einfach mal glatt behaupten. Tui, wo rennen sie denn? Eieiei. Noch irgendwas abgesprungen? Lebt hier noch jemand, den ich nicht gesehen habe? Gut. Okay, Einsammelzeit. Und da vorne laufen sie. Die sind schon wieder ruhig. Bleib mal auf dem Anschuss sitzen. Gucken, vielleicht kriegen wir noch die Chance auf den zweiten.
Nee, das mache ich nicht. Nicht in den Schädel. Der eine Elch, der hat es dazu provoziert. Das ist besser. Oh. Okay, wenn du jetzt kommst. Na? Na? Er überlegt es noch, was er macht. Er ist noch unentschlossen. Jetzt rennt er. Okay. So, da haben wir auf jeden Fall Anschuss. Nummer 1 ist eine riesen Blutlache. Also die 308 ist schon heftig. Da ist die nächste Blutlache, oder? Ja, viel Blut. Ja, und da liegt ja auch schon das Tier. Das haben wir ja schon beobachten können. Was ist denn das da hinten? Okay. So, was haben wir denn getroffen? Ja, Herz, habe ich doch gesagt. Also das war ziemlich eindeutig, oh, genau den Herzbändel abgeschossen quasi. Genau oben rein. Blutzufuhr zum Körper komplett unterbrochen. Ja, okay. Und Doppellunge durch... Na, grad so kein Durchschuss. Aber ist vollkommen... Ey! Irgendwie hängt die Maus fest. Okay. Übersicht. Jawohl. Jungtier wieder. Verkauft. Und jetzt nochmal schauen, was wir da oben getroffen haben. Und ich höre schon wieder die Rotte. So weit laufen die ja scheinbar gar nicht weg. Das sieht manchmal weit aus. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr von denen da rausnehmen. Außer es würde sich anbieten, aber das wäre ja Blödsinn, eine komplette Jungtierrotte quasi auszumerzen. Das muss ja nicht sein. Was ist das denn hier? Dachs. Europäischer Dachs. Also gibt es hier doch Dachse. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es einen amerikanischen Dachs gibt. Irgendwie war es ja klar. Ist dann quasi der Elvis Presley der Dachse. Das hier ist eine Blutspur, die mittlere Menge Luftblase. Es war auf jeden Fall Lunge. Gut. Das sehe ich immer wieder gerne. Erleichtert die Suche ein bisschen. Aber bei einem Wildschwein hat das manchmal ja nichts zu bedeuten. Mach mir mal einen Marker. Aber scheint. Oh ja, das kann man ja weit. Da liegt es doch. Das ist es doch. Aber ist schon schön. Ist schon schön. Und meine FPS-Probleme vom Anfang, die existieren hier jetzt komischerweise nicht. Jetzt dreht meine Grafikkarte gerade voll auf und haut mal 120 Frames raus. Europäische Dachsfußspuren. Ruhig. Ich weiß nicht. Oder ob ich es doch nochmal wage. Aber vom Gefühl her ist die 308 auf jeden Fall die richtige Wahl. Auf Rotwild müssen wir mal schauen. Auf Dammwild denke ich mal, also fast zu stark. Obwohl, nee, Dammwild ist gar nicht so klein. So, und... Da haben wir den nächsten Eber. Okay, genau aufs Blatt. Schulter, Lunge und die andere Lunge auch noch. Okay. Und aufs nächste Blatt und dann wurde es gestoppt. Okay. Oh, 54%. Ich glaube, das ist auch übrigens was mit der Wachstumszeit zu tun. Das war ein Jungtier. Der hätte noch wesentlich höher gehen können. Aber mit den Preisen für so ein Schweinchen komme ich schon irgendwie klar. Also bin da nicht derjenige, der sagt, boah, die Preise waren früher aber besser. Da hat es nämlich 300 bis 400 gegeben. Allerdings, ich glaube, mit dieser Folge... bin ich soweit durch für den Anfang, so ein bisschen reinschnuppern.
Es war jetzt kein Reh dabei, aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden. Es war ein Füchschen dabei und Wildschweine. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, Horio und fette Beute, Waldmanns heil und bleibt gesund. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis demnächst. Ciao, ciao.